Moin Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich ein super interessantes Produkt für euch. Und zwar das Moff Snap Invisible Phone Tripod Stand. Und es ist MagSafe und es sieht sehr cool aus. Musste ich mir sofort holen, als ich das gesehen habe. Denn, warte, ich glaube, das muss ich hier aufmachen. Das sah sehr, sehr nice aus. Und ich zeige euch, wie das aussieht. Ich denke mal, so müsste es gehen. Nee. Doch. Irgendwie. Es will noch nicht so ganz. Jetzt vielleicht? Nee. Okay. Ah, einfach so aufmachen. Alles klar. Okay. Da haben wir das gute Ding. Oder? Auch nicht? Doch. Jetzt. So. Da ist es. Wie gesagt, MagSafe. Ich nehme das jetzt mit meinem Google Pixel Fold Case hier. Noch ein bisschen Dreck drauf. So, und dann machen wir es einfach drauf. Fühlt sich sehr nice an, hat so eine Lederoberfläche. Kann man hier, denke ich, auch ganz gut sehen. Sehr cool. Und das Besondere hierbei ist jetzt, das ist ein Kickstand, aber der wird irgendwie genau so zu einem Tripod-Stand. Warte mal. So, hier mit so einem starken Scharnier auch noch, dass man das gut unterschiedlich hinstellen kann, den sieht man. Kann ich das so hinstellen? Das ist schon sehr cool. Geht natürlich mit jedem Smartphone, was Kickstand-Unterstützung hat, MagSafe-Unterstützung hat. Ich finde es mega cool, Leute. Das ist doch mal richtig innovativ. Einfach mal was ganz anderes. Jetzt muss ich mal gucken. So sollte das wahrscheinlich. Nee, so ist es natürlich nicht. Aber so könnte es. Ja. Es funktioniert auch, wenn ich das so hinstelle. Natürlich geht das jetzt von dem Aufnahmewinkel ein bisschen blöd hier. Aber ihr seht, also so kann ich das auch hinstellen. Das ist absolut kein Problem. Ey, mega. Ist richtig cool. Wenn man hier jetzt noch eine Karte reinmachen könnte, wäre das das Nonplusultra. Aber das ist sehr, sehr cool. Und wenn man fertig ist, einfach wieder zusammenklappen. Und fertig ist das Ding. Ist auch nicht so dick. Also ja, dicker als wahrscheinlich viele andere. Aber ich persönlich finde das vollkommen in Ordnung so. Weil ich meine, für das, was man hier bekommt, ist das recht dünn, würde ich mal meinen, weil man bekommt einen ganzen Tripod. Finde ich sehr, sehr cool. Machen wir nochmal auf. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wo man wann ziehen muss. Also einmal hier zum Aufmachen und dann hier unten nochmal. Gell? Oder? Nee. Nee, hier, ne? Ja, hier dann nochmal aufmachen. Genau. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wenn man das einmal. Ja, doch, wobei, wenn man das einmal gecheckt hat, dann sollte das klappen. Ja, guck mal. Ja. Wenn man hier das drückt. Moment. Wenn man es an der äußeren Kante nimmt, dann kann man es einfach direkt so aufklappen und los geht's, dann ist es schon direkt offen. Aber ich denke, das ist besser als so, wie ich es am Anfang gemacht habe. Und wenn man das wieder zusammenklappt, muss man das hier immer noch mit festhalten, weil das halt ein sehr starkes Scharnier hier hat. Das heißt, wenn man das anfängt zu schieben, dann geht eher noch der Magnet ab, als dass da es anfängt reinzuknicken. Aber gut, starke Scharniere sind auf jeden Fall ein gutes Zeichen, würde ich mal meinen. Und das fühlt sich auf jeden Fall sehr robust und hochwertig an. Das finde ich sehr, sehr nice. Und die Lederoberfläche ist sowieso sehr cool, weil Leder ist Leder, finde ich geil. Ja. Da ist noch das Logo. Schön simpel gehalten. Echt cool. Nochmal kurz eine kleine Anmerkung. Ist mir gerade aufgefallen beim Wenden des Videos. Habe ich nicht gesehen, dass das hier stand. Hier ist nämlich noch ein magnetischer Ring in der Box drin tatsächlich. Das heißt, auch wenn euer Handy keine MagSafe-Unterstützung hat, hat man hier so einen Ring, den man noch auf das Handy draufkleben kann. Dann kann man das auch nutzen. Und das gilt natürlich auch für jede andere MagSafe-Accessories. Also, ich habe so einen Ring hier auch auf der Google Pixel Fold-Hülle. Das ist jetzt der Ring von Spigen. Ich fand den sehr ansprechend optisch, weil der irgendwie. Ich weiß nicht. Der sieht irgendwie sehr nice aus. Fand ich aber jetzt nochmal cool zu sehen, dass die hier tatsächlich hier noch einen dazugepackt haben. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall mega coole Aktion von denen. Okay, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.